Wir machen hier weiter. Es ist noch warm. Wir versuchen zügig voranzugehen. Bevor wir jetzt gleich zu Tino Eisbrenger kommen, möchte ich aber noch mal erinnern. Michail Gorbatschow, eine der tragenden Säulen des INF-Vertrages, vorangetrieben, dass es erstmalig zu nuklearer Abrüstung, realer Abrüstung, Vernichtung von Raketen in Europa gekommen ist, hat den Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag scharf kritisiert. Und er hat schon vor über einem Jahr gewarnt vor neuer nuklearer Aufrüstung, vor einer neuen Aufrüstungsspirale. Und es sind direkt unsere Sicherheitsinteressen, die damit betroffen sind. Und er hat einen Appell an die Welt gerichtet, und ich möchte daraus nur zwei, drei Sätze zitieren. Er hat gesagt, meinen Appell zum Handeln richte ich nicht nur an die Staatsführungen, sondern auch an die Zivilgesellschaft. Bei der Beendigung des Kalten Krieges hat die Öffentlichkeit eine enorme Rolle gespielt. Ich erinnere mich gut an die lautstarke Stimme der Friedensbewegung gegen Krieg und Atomwaffen in den 80er Jahren. Diese Stimme wurde damals gehört. Und heute appelliere ich an alle Menschen, die nicht nur an sich denken und denen die Zukunft ihrer Kinder und Enkel nicht gleichgültig ist, ihre Bemühungen zu vereinen, um die Welt vor einer neuen nuklearen Kriegsgefahr, vor der Bedrohung einer Umweltkatastrophe, vor Armut und Rückständigkeit zu bewahren. Das Ziel, eine sichere, gerechte und stabile Weltordnung aufzubauen, ist realistisch und es lohnt sich dafür, alles zu tun, was in unserer Macht steht. Lassen Sie es uns nicht vergessen. Wir leben alle auf einem Planeten. Wir sind eine Menschheit. Michail Gorbatschow. Er hat das Büchlein, liegt hier auch aus, kann man auch hier erstehen, heißt, kommt endlich zur Vernunft. Und jetzt freue ich mich, der immer einen Beitrag leistet zur menschlichen Vernunft und zum Frieden, dass Tino Eisbrenner spielt. Es fiel das Stichwort Dialog der Tauben und es waren nicht die Friedenstauben gemeint. Ich habe ein Lied dazu. Schon wissen, was geschieht. Verwandle mich in einen Mann, der nicht mehr wahrnimmt, was er sieht. Ein Betender verirrt sich, so ohne Morgensonnen, fetten Mann im Nadelöhr. Heut die Schlemmer wonnen, hungernder am Straßenrand, wirft keinen Schatten mehr, im inhaltlosen Anzug wird der Aktenkoffer zu schwer. Lösch mir den Verstand. Sollen die mir sagen, wie es läuft? Ich will nicht der Schamane sein, der seines Wissens wegen säuft. Ein Bauer, der nicht Saat streut, sondern öden Sand, ein Wal flieht aus dem Ozean auf den blöden Strand. So ein Albatros kommt selten mit seinem Ölzeug klar. Dafür sind heute die Preise bei Shell ganz wunderbar hoch. Jetzt diskutiert, spricht meine Kollegin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sevim Dadilin mit zwei Gästen, nämlich mit Mohsen Mazarat und Elsa Rasbach, über die Kriegsgefahr am Persischen Golf, über die Frage, wie ist die Situation dort einzuschätzen, was macht die Bundesregierung, wie sieht es im Iran aus und was macht die Friedensbewegung in den USA. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, Gesine. Herzlich willkommen an Sie alle und an euch alle bei dieser Hitze und bei diesem kurzfristigen Aufruf, den wir gemacht haben. Ich freue mich, dass wir so viele sind hier vor der US-Botschaft, die ein klares Zeichen setzen, Nein zum Krieg gegen den Iran. Und ich freue mich, heute hier auf der Bühne zusammen zu sein mit einer Deutsch-Amerikanerin und einem Deutsch-Iraner, die beide sehr, sehr engagiert sind gegen Krieg, und für viele auch bekannt sind hier in Deutschland. Das ist einmal zu meiner Rechten Elsa Rasbach. Sie ist Filmemacherin, sie ist Journalistin mit Wohnsitz in Berlin und Colorado. Viele kennen sie auch als Friedensaktivistin, sehr, sehr engagiert gegen die US-Drohnenmorde.
Und wie die Linke setzt sie sich auch ein für die Schließung der US-Militärbasis Ramstein. Jetzt am Dienstag hat die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag einen Antrag Schließung des US-Militärstützpunktes Ramstein beschlossen und in den Deutschen Bundestag eingebracht. Am Samstag, am 29. Juni, jetzt am Samstag in 2 Tagen, findet die große Demonstration für die Schließung von Ramstein in Ramstein statt. Also wer kann, sollte hingehen und das unterstützen. Und Elsa Rasbach ist aber auch engagiert bei Code Pink, einer Friedensbewegung, einer Friedensorganisation in den USA und bei der United National Anti-War Coalition in den USA. Herzlich willkommen, Elsa Rasbach. Ja, und zu meiner Linken haben wir hier Professor Dr. Mohsen Masarrat, in Teheran geboren, lebt seit aber 1960 in Deutschland. Er absolvierte in Deutschland zunächst ein ingenieurswissenschaftliches Studium, promovierte dann in Politikwissenschaften, habilitierte allerdings dann in den Wirtschaftswissenschaften. Und bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2007 war er Professor für Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Osnabrück. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, Artikel veröffentlicht zu den Themen Kapitalismus, Energie, Ökologie, nachhaltige Entwicklung, globale Ressourcenkonflikte, zum Mittleren und Nahen Osten sehr viel und ist auch in der Friedens- und Konfliktforschung sehr aktiv. Mohsen Masarrat ist überdies Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC und hat mit seinen fundierten Aufsätzen ist er wirklich eine sehr, sehr wichtige Stimme in der Friedensbewegung in Deutschland. Herzlich willkommen, Mohsen Masarrat. Ja, und mit Elsa und mit Mohsen möchte ich über die Konfrontation der USA gegenüber Iran sprechen. Ja, ungefähr vor einem Jahr, im Mai 2018, kündigte der US-Präsident Donald Trump das internationale Atomabkommen mit dem Iran. Wir haben gerade auf dem Talk mitgekriegt hier, dass es ja nicht nur das Atomabkommen ist, sondern auch das Abrüstungsvertrag INF wurde ja auch aufgekündigt, hat auch etwas damit zu tun. Donald Trump nannte das, ich zitiere, schlechtesten Deal aller Zeiten, Zitat Ende, und behauptete, der Iran würde über sein Atomprogramm lügen und gegen das Atomabkommen verstoßen. Die internationale Atomenergiebehörde, IAEO, dagegen hat zahlreiche Untersuchungen und Kontrollen im Iran durchgeführt. Und das Ergebnis der internationalen Atomenergiebehörde ist, der Iran hat sich zu 100% an das Atomabkommen gehalten. Angesichts aber der Bildung einer Anti-Iran-Koalition durch die US-Administration, angesichts eines Truppenaufmarsches im Persischen Golf und der Berichte, dass am 20. Juni, also vor 7 Tagen ungefähr, in letzter Minute ein Angriff abgebrochen worden sei seitens der USA auf den Iran, ist der internationale Frieden bedroht. Und deshalb meine Frage an Mohsen Masarrat: Ist das von US-Präsident Trump aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran überhaupt noch zu retten? Sehr schwer, aber es gibt durchaus Möglichkeiten. Für die iranische Regierung ist es sehr wichtig, dass die Sanktionen entweder aufgehoben werden, Wirtschaftssanktionen, oder aber umgangen werden. Bis jetzt hat die EU, die sich verpflichtet hatte, Iran dabei zu helfen, zwar ein Instrument geschaffen, Finanzinstrument, das aber nicht funktioniert, weil die gesamten Finanzströme von USA und von US-Finanzsystem kontrolliert wird. Es gibt aber meines Erachtens immer noch eine Möglichkeit, dass die Bundesregierung, dass die EU allen Unternehmern, die im Iran Geschäftsaktivitäten entfalten wollen und durch Sanktionen beschädigt werden, 1:1 zu entschädigen. Diese Möglichkeit ist offen und die EU müsste aus meiner Sicht Iran ein solches Angebot machen. Dann
wäre sehr wahrscheinlich, dass Iran wieder seine Absicht, die Urananreicherung weiter zu betreiben, zurücknimmt und hofft, dass in den nächsten Monaten die Wirtschaftsaktivitäten international im Iran stattfinden. Also Mohsen, du hast noch Hoffnung, sagst du, man könnte es noch retten. Elsa, ich frage mich, welches Interesse haben die USA eigentlich an Iran? Warum haben sie dieses Atomabkommen denn aufgekündigt, wenn sie doch überhaupt keine Alternative haben? Oder was soll die Alternative für die US-Administration sein? Ja, okay. Hallo. Ja, wir wissen, dass die USA schon lange neokoloniale Politik gegenüber den Iran gemacht hat, zum Beispiel in 1953, als der demokratisch gewählte Präsident von Iran, Mossadegh, durch den autoritären Schah ersetzt wurde, einen Staatsstreich der CIA. Und dann für 25 Jahre hat die USA als wichtigste Macht in Iran Großbritannien ersetzt und hat sehr viel Geschäfte mit gerade mit US-Ölkonzernen dort gemacht und hatte auch Iran als eigentlich ihr engste geopolitische Verbündete im Nahen und Mittleren Osten außer Israel. Und dann 1979 ist das geändert worden durch die Revolution in den Iran. Und seitdem ist die USA brutal gegenüber nicht nur Iran, sondern vielen Ländern in der Region. Sie will eigentlich nicht nur Öl, sondern Herrschaft. Sie will eigentlich die Menschen dort verknechten und die Kulturen dort ändern. Das ist leider die Tatsache, meiner Ansicht nach. Und dann, wir hören als Beispiel, sogar unter der Clinton-Regierung hat die damalige Botschafterin an die UNO, Madeleine Albright, gesagt über Fernsehen in den USA, dass ja, es war eine schwierige Entscheidung, die Sanktionen auf den Irak zu machen, wodurch 500 Kinder umgekommen sind, gestorben sind. Aber es war wert. Also das war, und dann später, ja, 500.000, Entschuldigung. Und danach kam in den 90er späteren dieser Plan New American Century. Und war übrigens der jetzige US-nationale Sicherheitsberater Bolton, der ist dabei gewesen, als dieser Plan geschaffen wurde. Und zwar 7 Länder total umzukrempeln, total zu besiegen und neue Regierungen dort zu installieren. Und zwar waren, ich muss gucken, es ist so viel, Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und dann Iran. Also das haben wir vor uns. Okay, das klingt ja alles nicht besonders erquicklich. Da scheint ja auch weniger Hoffnung zu sein. Herr Massarat, was passiert denn eigentlich? Also offensichtlich gibt es ja schon die Entscheidung, dass es einen Angriff geben soll. Nur der Zeitpunkt war jetzt doch zu früh oder sowas, warum das abgeblasen wurde. Was passiert, wenn die USA mit einer Koalition der Willigen 2.0, muss man das ja sagen, weil die Koalition der Willigen 1.0 war ja 2003 mit dem Irak, wenn sie den Iran angreifen, was bedeutet das für die Region und was bedeutet das über die Region hinaus? Ja, man kann sich im Grunde genommen gar nicht ausmalen, was passieren würde. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Saudi-Arabien und Israel, die sehr viel in den letzten Jahren in den Vorbereitungen eines solchen anstehenden Krieges investiert haben, sich nicht zurückhalten, sondern sich an diesem Krieg beteiligen werden. Daraus folgt, dass die iranische Seite einen flächendeckenden, asymmetrischen Krieg sowohl gegen die USA und US-Militärbasen in der Region, wie aber auch gegen Saudi-Arabien und Israel beginnt. Das ist ziemlich sicher, dass die Revolutionsgarden, die vorbereitet sind, auf einen asymmetrischen Krieg anfangen werden, die das
den Flugzeugträger anzugreifen mit den Tausenden von Schnellbooten, das darüber sagen die Experten inzwischen, dass das durchaus möglich ist. Dass Iran, dass die Revolutionsgarden, die Ölanlagen in Saudi-Arabien und die Anlagen in Vereinigten Arabischen Emiraten angreifen wird, ist ziemlich wahrscheinlich. Dass die Straße von Hormuz, das ist der Faustpfand für Iran, blockiert wird. Das sind 3 Kilometer, durch die alle Schiffe 40% des gesamten internationalen Öls da durchgehen, dass eine Blockade stattfindet. Das ist technisch möglich. Die schiitischen Milizen werden überall in der Region, in Afghanistan, in Irak, in Syrien, amerikanische Soldaten und Militärbasen angreifen. Und am schlimmsten wird, was man sich dann vorstellen kann, wie schlimm das sein wird, die Hisbollah haben eine sehr wichtige militärische Verteidigungsfunktion für Iran. Deswegen hat Iran seit fast 20, 25 Jahren sehr viel Militärausrüstung Hisbollah gegeben, vor allem an die 100.000 Raketen, die innerhalb von 3 bis 4 Sekunden Tel Aviv erreichen können. Diese Raketen dürften die Hisbollah bis jetzt für ihre Konflikte mit Israel nicht nutzen. Aber in einem Kriegsfall mit Iran werden sie es mit großer Wahrscheinlichkeit nutzen. Was das dann bedeutet, wie Israel darauf reagiert, kann man sich vorstellen, aber das ist unvorstellbar. Aber es kann durchaus zum Einsatz von einer Atombombe kommen. Das ist leider, das muss man knallhart jetzt schon sagen, bevor alles beginnt. Und noch eine sehr wichtige Sache. Die USA werden aufgrund dieser gewisse Stärke im asymmetrischen Krieg anfangen, sämtliche Versorgungseinrichtungen im Iran versuchen zu zerstören, Brücken, Wasserversorgung, Energieversorgung, um das System lahmzulegen, um letztlich einen Sieg zu errungen. Was das dann bedeutet für Iraner, für die iranische Bevölkerung, Gemetzel unter den Iranern wird sehr wahrscheinlich sein. Es werden Millionen Menschen anfangen, endlich sich auf dem Weg nach Europa zu machen, weil sie es satt haben, sowohl mit dem Regime, wie aber auch mit der Kriegsgefahr. Das sind ganz schlimme Folgen, die überhaupt nicht unrealistisch sind. Das muss man ganz genau schon heute wissen und nicht anfangen, erst in 2 Jahren darüber zu diskutieren. Vielen Dank, Mohsen. Das deckt sich auch. Ich hatte letztens ein Gespräch mit dem Nahost-Experten Michael Lüders. Der hat auch nochmal gesagt, das sind verheerendste Folgen, die da auf uns zukommen, wenn es diesen Angriff gibt. Und in diesem Zusammenhang hatte kürzlich auch der iranische Außenminister auf einer Konferenz Folgendes gesagt. Die USA entscheiden, wann der Krieg beginnt, aber wir werden entscheiden, wann der Krieg endet. Und das kann man sich wirklich, möchte man sich nicht ausmalen. Und deshalb meine Frage, Elsa, kann man diesen Angriff irgendwie der USA auf den Iran noch aufhalten? Und vielleicht noch zu der innenpolitischen Situation in den USA. Wie positionieren sich die US-Demokraten im Moment? Sind sie da Friedensbewegte oder gibt es beim Thema Iran einen Konsens, dass man auf Eskalation setzt? Also ich wollte sagen, dass ich in Vorbereitung mit vielen gesprochen habe, gerade Friedensaktivisten in den USA, und viele sind nicht überzeugt, dass Donald Trump die ganze Pläne, was er verkündet, tatsächlich durchziehen wird. Das ist eine kleine Hoffnung, darauf können wir uns nicht verlassen. Aber der Donald Trump hat da bei der Wahl 2006 gesagt, ich ändere alles. Dann hat er gesagt, Obama hat überall schlechte Geschäfte gemacht. Schlechte Geschäfte mit Handelsabkommen mit China, schlechtes Geschäft auch in dem Abkommen mit dem Iran. Und er will das alles neu verhandeln. Und wir haben gesehen, dass er manchmal was droht und dann das zurückzieht, wie neulich bei dieser Drohne. Da hat er versucht, beide Seiten zu spielen. Einerseits bin ich ganz kriegerisch, aber andererseits hat er gesagt, ich habe es dann nicht gemacht, weil ich so menschlich bin.
Und deswegen hat auch Fox News, die rechte TV, also Fernsehner, ihn sogar leicht gelobt. Aber es kann gut sein, dass die USA, also wie die schon begonnen haben am George Bush, diesen Plan durchziehen wollen. Und dann ist das große Problem, was ich vorher nicht erwähnt habe, dass der US-Kongress in 2001 nach dem Anschlag auf dem World Trade Center in New York, die haben dann die normale, nach der US-Verfassungsrecht, Kongress-Bewilligung von Krieg und Frieden abgegeben, und zwar an den US-Präsidenten und an der Exekutive der US-Regierung. Und die haben dies nie wieder zurückgeholt. Und dadurch sind über 14 Länder seitdem angegriffen worden, oder es waren Eingriffe in über 14 Länder. Wir haben die Konsequenzen gesehen, wie viele Millionen gestorben oder auf der Flucht sind wegen diesen Kriegs gegen den Terrormandat. Und jetzt in diesem Jahr als große Hoffnungszeichen versuchen viele in der Demokratischen Partei, aber auch einige in der Republikanischen Partei, endlich mal ein Kriegsmandatrecht des US-Kongresses durchzusetzen. Und ohne dies kann alles, was wir tun als Friedensbewegung in den USA, nichts bewirken. Im Augenblick hat Donald Trump allein das Sagen, ob er das mag oder nicht. Und das Haus, wir haben unser Kongress, die meisten wissen das, vielleicht hat zwei Teile, das Abgeordnetenhaus und der Senat. Und das Abgeordnetenhaus, was durch die Demokraten dominiert ist, Demokratische Partei, die haben jetzt schon, glaube ich, 19. Juni gestimmt, dass diese Entscheidung zum Krieg gegen den Iran über das US-Kongress gehen muss. Und eventuell würden sogar mehrheitlich, nicht nur Demokraten, aber viele Republikaner auch, gegen einen eigentlichen Krieg gegen den Iran stimmen. Leider wird das wahrscheinlich aber nicht durchkommen. Weil im US-Senat, was durch die Republikanische Partei dominiert ist, gibt es keine Mehrheit dafür. Und das wird im Augenblick gerade jetzt abgestimmt übrigens. Diese Autorisierung, also wie heißt es, für diesen Militäreinsatz, das ist ein Zusatzantrag zum Budget, dem US-Verteidigungsbudget. Heute wird das US-Verteidigungsbudget für 2020 in Washington abgestimmt. Und morgen kommt diesen Zusatzantrag, dass diese militärischen Mittel nicht auf den Iran benutzt werden dürfen, ohne Zustimmung des US-Kongresses oder, große Gefahr, wenn die USA angegriffen wird durch den Iran. Dann hat man das Problem mit falschen Flaggesachen und so weiter. Also insofern, die Friedensbewegung ist sehr gegen. Wir haben bei weitem nicht die Stärke, die wir in Februar 2003 hätten. Ich glaube, es ist auch hier so, um den Versuch, den Irakkrieg zu stoppen. Aber die sehr viele der Kandidaten, Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei, vor allem Bernie Sanders, aber vielen anderen, Elizabeth Warren und vier eigentlich insgesamt aus dem Senat, sind für diese Kongressabstimmung über den Irakkrieg. Okay. Ja. Vielen Dank. Das war ein guter Überblick jetzt, wie es in den USA ist. Vielleicht noch eine Frage an Professor Massarat, weil wir sind ja in Deutschland. Und hier hat der US-Präsident Trump mit der Auslöschung jetzt des Irans gedroht und Bundesaußenminister Heiko Maas, der allerbeste Außenminister, den wir jemals hatten übrigens, sagt, ich zitiere, ich glaube, die Ironie wurde verstanden. Alle Weichen müssen jetzt auf Deeskalation gestellt werden, alle Anstrengungen auf den Abbau der Spannungen gerichtet sein. Zitat Ende. Reicht das an Bemühungen seitens der Bundesregierung, was Herr Heiko Maas da von sich gegeben hat? Ganz und gar nicht, denn eine solche Position würde sogar die Position der Kriegstreiber in der US-Führung stärken. Sie
dieses Signal, das ist ein politisches Signal, was aus Europa kommt, als Beleg dafür nehmen, dass aus Europa kein großer Widerstand kommen wird. Damit wird Trump in Richtung von Krieg gedrängt, und das ist ein Zusatzargument. Die zurückhaltende Position der Bundesregierung und der EU und leider der Übertritt von England und Frankreich auf die andere Seite, das sind alles ganz gefährliche Signale, die bedeuten, dass die US-Führung doch einen Krieg führt. Deswegen bin ich der Meinung, dass in Deutschland, gerade mit Hinblick darauf, dass die US-Führung nicht sich einig ist, dass die Kriegstreiber Bolton und Pompeo und CIA-Chefin den Präsidenten immer in Richtung Krieg drängen, die werden irgendwann auch hinbekommen, dass er sagt, ja, ihr habt recht, etwas anderes gibt es nicht außer Krieg, aber das, genau dieser Prozess muss verhindert werden, und dieser kann verhindert werden, wenn in Europa, wenn Deutschland und andere klare Position beziehen, wenn sie sagen, wir beteiligen uns auf keinen Fall, weder direkt noch indirekt, an einem US-Krieg. Wir lassen nicht zu, dass von deutschem Boden die Militäreinrichtungen benutzt werden. Wir halten den amerikanischen Krieg über den deutschen Boden für verfassungswidrig, weil es ein Angriffskrieg ist. Man muss sich klar machen, das, was die Vereinigten Staaten tun, Sanktionen gegen Iran, das ist ein Wirtschaftskrieg. Und dieser Wirtschaftskrieg ist nicht nur gegen Iran, sondern auch gegen Europa. Das müssen wir endlich begreifen und das als Signal nehmen und dementsprechend darauf reagieren. Ich weiß, Frau von der Leyen und andere werden sagen, ja, wir können USA nicht untersagen, weil die NATO-Verträge, ja, richtig, die NATO-Verträge werden in Frage gestellt, aber die USA stellen doch sämtliche Verträge, stellen das Völkerrecht in Frage. Das zum Mitschreiben für den Richard Grenell hier in der US-Botschaft. Vielen Dank, Mohsen. Elsa wollte auch noch mal was hinzufügen. Ja. Eigentlich aus Herz meiner Rede, aber es ist, wollte ich sagen, dass wir in der US-Friedensbewegung, auch Code Pink und alle, meinen, dass man bessere Chance hat, jetzt in Deutschland was zu stoppen, als im augenblicken Situation der USA. Und das heißt für uns, dass weil Deutschland hat die wichtigste Militäreinrichtung für einen solchen Krieg. Und wenn Kanzler Schröder damals gesagt hat, die Einrichtung, Militäreinrichtung, dürftet ihr nicht benutzen für einen völkerrechtswidrigen Krieg, dann hätte er eventuell den Krieg in offenem Irak stoppen können. Und wir brauchen jetzt ein Signal von der Bundesregierung, jetzt in diesem Verhandlungsstadium, dass sie auf die Leute in Ramstein, die ganze US-Friedensbewegung stark begrüßt, dass sie auf sie hören und dass sie auch in den Verhandlungen mit den USA sagen, nicht nur, bitte macht es mit, sondern mit uns nicht. Keine Beihilfe der deutschen Regierung für einen Krieg auf den Iran. Das ist das Stärkste auf der ganzen Welt, was passieren kann. Vielen Dank an Elsa und Mohsen. Genau das ist auch heute um 23.30 Uhr Thema im Deutschen Bundestag, ein Antrag der Linken, Nein zum Krieg gegen den Iran, genau mit solchen Themen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und danke, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank.